Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu... Was haben wir eigentlich? Tag 5? Ja, ne? Ich stinkt echt nach Essen. Nee, Tag 4, oder? Wo ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Tatsache. Ach so, Flug war 1. Ja, okay. Tag 4. Hier steht ein richtig herbes Auto. Heute ist richtiges Kackwetter. Es war die ganze Zeit so am Pissen, jetzt hat es aufgehört, deswegen gehen wir jetzt auch raus. Aber es sieht aus, als würde es gleich hier im Moment. Ja, es ist echt unschön heute. Ja, deswegen haben wir gerade einfach ein bisschen im Hotelzimmer gechillt und jetzt, wo es aufgehört hat zu regnen, machen wir uns auf den Weg und werden jetzt erstmal was essen gehen. So, Helge, darf ich überreichen? Übernimmst du? Aber was soll ich sagen? Du hast ja schon alles gesagt. Habt ihr irgendwelche guten Filmempfehlungen für uns? Obwohl, ne, wenn die das sehen, dann sind wir ja schon längst weitergezogen. Und vor allem können wir das ja alles hier nicht gucken. Ja, weil stimmt. Wir haben ja nur die Com. Also, wow. Ja. Hallo Helge! Also wenn ihr das hier seht, sind wir schon nicht mehr in L.A., oder? Habe ich recht? Ja, ne? Ja, wir sind vor allem jetzt 2 Tage sind die Vlogs im Voraus. Warte, warum? Was? Ja, stimmt. Ich bin noch nicht angeschnallt. So. Ja, warte, ich muss mal Navigation, obwohl vielleicht weiß ich das auswendig, ich hab's gesehen. Müssen wir nicht nach links? Nee, wir müssen nach rechts. Nach rechts, also so rechts und dann wieder rechts. Ah, okay. Ja, dann müsste das eigentlich da sein. Wir wollen nämlich jetzt mal zu Taco Bell. Da waren wir nämlich noch nicht seit unserem Aufenthalt hier. Warum macht der nicht fokussieren? Ja, und morgen, Warte mal, ich muss die Aufnahme neu... Okay, so... ich weiß nicht, ob der das jetzt fokussiert hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, morgen geht es dann auf jeden Fall für uns in die nächste Stadt. Das werdet ihr dann aber morgen alles sehen, dann in dem Blöd. Eigentlich werden wir dann morgen nur Auto fahren, quasi. Ach ja, mal sehen. Ja. Dann müssen wir halt eine super coole Autofahrt filmen. Okay, wir zeigen euch gleich, was wir essen. Oh ja. Okay, Leute, wisst ihr eigentlich, wie ich mich immer von... Warte, das zeige ich euch kurz, wie ich mich immer von Helge verabschiede. Ich schließe zu. Und dann drücke ich nochmal. Also 1, 2 und dann hupt Helge. Ich erschrecke mich und das ist mein Abschiedsgruß von Helge. Das mache ich jedes Mal und erschrecke mich jedes Mal, obwohl ich weiß, dass es hupt, wenn ich zum zweiten Mal drücke. Ja, yeah. Call me Opfer oder so. Und jetzt geht's in die Taco-Klingel. So. Es sieht immer so typisch amerikanisch aus in diesen Dingern, findest du auch? Ja. Oh, guck mal, hier gibt's so Nacho Fries Supreme. Die sehen auch geil aus. Ich nehme in jedem Fall ein Burrito. Aber ich muss erstmal hier lesen, ich bin überfordert. So ein Flatschen. So, Laura hat einen Käsekessel, die hat ich habe ein Burrito. Schauen wir mal. Wow. Sieht zwar unspektakulär aus, aber schmeckt ziemlich geil. Laura kennt das ja schon, deswegen weiß sie, dass sie jetzt gut schmeckt. Gut schmeckt. Ich kann diesen Espresso. Gönn dir. Vanessa ist nochmal etwas eskaliert. Was hast du da? Ein Burrito. Und da? Eine Quesadilla. Und da? Cinnamon-Kügelchen. Und was schmeckt? War der Burrito vorhin besser? Ja. Und wie schmeckt du das? Ganz gut. Ja? Alles ein Dollar. Voll gut. Ja. Ciao, Helge. Wir gehen jetzt in Walgreens rein. Nochmal ein bisschen gucken, was wir so finden. Für morgen für die Fahrt was zum Snacken vielleicht. Und vielleicht ein Getränk oder so. Nee, das war nicht der, wo wir drin waren. Der hatte andere Kassen. Ja, dann. I'm losing my mind just a little. Hier laufen immer dieselben Lieder im Radio, Leute. Immer. Always. Mal Helge verstauen. Helges Schlüssel. Bitte?
Toll. Dann können wir auch in den richtigen Supermarkt fahren. Oh, wer seid ihr denn? War doch da schon, oder? Täusche ich mich. Ne, da, Lipcare. Geradeaus. Vor deiner Nase. Und? Gibt's das, was du willst? Nee. Hm. Es gibt auch keine fancy Getränke. Hm. Wollen wir in einen anderen Supermarkt noch? Guck mal, da ist Spiegel. Hallo. Okay, komm. Hast du noch den Getränk noch? Ja, ist nichts Fancyes. Nichts Besseriges. Oh, Ben & Jerry's. Ja, komm, wir gehen in den anderen. Vielleicht ist das einfach ein Kack-Walgreens. Kack. Hallo. Wow. Wir machen Supermarkt-Hopping heute. Jo. Ah, Juli. Wir können uns ja Tiefkühlpizza kaufen. Und Mikrowelle warm machen. Ja. So, Freunde. Supermarkt Hopping nimmt seinen Lauf. Wir sind jetzt in einem großen Target in so einem Shopping Center irgendwie. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall. Sandwich. Ja, auf jeden Fall ist hier so ein Einkaufszentrum, was wir gerade gesehen haben. Weiß nicht, ob wir da gleich reingehen, weil eigentlich shoppen wollen wir nicht und gegessen haben wir gerade. Mal sehen, sagten sie und gehen in den Target. Mal sehen, was wir hier finden. Ich habe auf jeden Fall Lust auf, boah, auf ein geiles Getränk. Nicht das. Target. Kennt ihr diese Videos, wo man immer alles falsch ausspricht, so absichtlich? Target oder Salé oder hier steht nicht so viel. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, aber vielleicht kennt ihr das. Keine Ahnung. Kennt ihr noch Mark Terenzi? Keine Ahnung. Vom Jungle Camp. So. Oh, ein schöner Pulli. Oh, eine schöne Frau mit schönen Brüsten. Kommen Sie. Na, oh nee, das muss jetzt nicht sein. Nicht jetzt. Ja, habe ich gestern schon gedacht, als wir im Target waren. Hier gibt es auch richtig schöne BHs. Ehrlich jetzt. Ja. Honestly. Und schöne Babybetten. Hint, hint. Nein, Spaß. Ein Witz. Du bist nicht schwanger. Ich auch nicht. Babys. Ja. Ganz schön teuer, Strumpfhosen hier. Ja. In Amerikaland. Get this party started on a Saturday night. Oh, ich hätte gern den Affen. Oh, wer ist er? Fabio, wenn du das siehst, kennst du noch ihn? Den Yeti in den Spaghetti, oder? Da. Die Pipi-Party. Oh, es spült sogar. Oh, guck mal, Dr. Bibber. Gibt's hier auch die kleinen Spiele? Guck mal, hier gibt's Super Mario. Mega geil. Guck mal, Spiel des Lebens. Das hab ich gestern auch schon gesehen. Ist das sowas wie Tabu? Aber wir müssen nach kleinen spielen, hier sowas. Dass wir das auch mit nach Hause nehmen können. Ne, Moment mal. Das ist nicht das, was ich meine. Ich hätte so gerne dieses Monopoly mit Yoshi. Ja. Das wäre echt geil. Cat.
Geil. Geil. Also, dass es die noch gibt. Habe ich letztens auch im Galeria gesehen bei uns. Guck mal, Barney. Oh ja. Okay, gehen wir in die Essensabteilung. Let's go to the mall. To the Essensabteilung. Möchtest du einen Mülleimer? Nö, ich bin einer. Möchtest du einen Korb? Soll ich dir einen Korb geben? Mulholland Drive. Die Essensabteilung ist im Vergleich relativ klein zum Rest, finde ich. Ja, das stimmt. Oh, ein Schaf. Cheetos. Guck mal, Goldfisch-Fritter. Cheddar. Baked with 100% hier mit Pretzel. Real Cheese. Pretzel. Ja, aber ich hätte lieber Bock auf Cheddar. Ja, ich auch, weil ich mag Pretzel nicht. Hehe. Geil. Ich hätte so gerne ein fancy Getränk. Hä? Pizza. Die große Krabbe Pizza. Das gefällt mir alles nicht. Ich will ein fancy Getränk. Hier sind Getränke. Oh, ich glaube, das ist alles nur Saft. Na, wobei, hier ist Energy. Nee, doch, das ist alles nur Saft. Ach, Manometer. Bubbly, Sparkling Water, Cola, Alkohol, nein. Ah, hier. Ah, das ist das Ding, hier gibt's fancy Sachen, aber alle nur in so Tausender-Packs und nichts Einzelnes und das nervt mich. Wobei, was ist das denn hier? Ipanema Pomegranate. Weiß nicht. Das überzeugt mich alles nicht. Ah, oh, Ostern. Monster. Wasser. Komischer Kaffee. Seht ihr? Und hier gibt es nur diese Tausender-Packs. So ein paar. Ne, wobei nicht mal das sind einzelne Flaschen. Gar keine einzelnen Flaschen. Ich habe mich übrigens ein bisschen erkältet. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt schon erkältet nennen kann. Auf jeden Fall habe ich mega Husten. War es das mit Getränk? Wo ist eigentlich Laura? Man weiß es nicht. Wird mich schon finden. Oh, hier ist ganz viel Ostergedöns. Oh, Hershey's. Nein, nein. Aber das mit den Getränken verstehe ich nicht, dass es hier nicht so einzelne geile Getränke gibt. Nur so Tausender-Packs, ey. Alle Leute, die sich hier auskennen, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich suche jetzt Laura. Laura! Laura! Laura. 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 Alter. Im Ernst? Wo ist die? Laura. 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 Oh, ich weine gleich. Laura. Oh. La, ich hab dich gefunden. Ah, wo warst du? Ja, okay. Mit Kostler $2. Okay, ich habe keine einzelnen geilen Getränke gefunden. Hier gibt es diese. Oh, geil. Die haben sogar ein Gefrierfach. Aber das sind nicht so fancy Sorten. Was ist das hier wohl? Sieht aus wie so Sirup. Ja. Ja. Gesundheit. Das sind die allerbesten. Ding Dongs. Ding Dongs. Twinkies auch. Okay, worauf haben wir Lust? Gesundheit. Was stimmt denn nicht mit uns? Green Goddess. Eieiei. So, das ist unsere Ausbeute. Wir haben die Coke Twisted Mango geholt. Wir haben eine Flasche Snapple geholt. Ich habe das Gefühl, wir kaufen nur Getränke. Wir haben noch so viel. Ja, so ungefähr. Dann hat Laura diese Cheddar-Dinger geholt. Und wir haben zweimal M&M's. Einmal White Chocolate. Oh, da. Und einmal so einen gemischten mit Chocolate, Vanilla und Strawberry. Ja, so halt.
Und jetzt gehen wir wahrscheinlich noch in dieses Einkaufszentrum. Irgendwo da hinten, was man nicht sieht da. Hear that sound of Greeting Shoes. Yep. So, wir sind jetzt hier in dem Shopping Center. Wie heißt das hier? Weiß man das? South Beach Galleria. Dann gehen wir mal, was haben die denn für fancy Farben hier drin? Passt ja gar nicht. Amazing Spring Deals. Guck mal, sieht aus, als wären wir in der Kinderabteilung. Aber nein, es sind Crop Tops. Man kennt es. 2 für 20, 2 für 6, 2 für 16, 3,90 €, 2 für 16, Laura. Ja, boah Leute, mega geil. Ich habe so einen Schnapper gerade bei Forever 21 gemacht. Die hatten Sportsachen. Ich habe das Gefühl, dass Forever 21 hier ein bisschen günstiger ist. Meinst du? Nicht kann sein. Auf jeden Fall hatten die Sportklamotten reduziert. Und da stand halt, also wenn man reduzierte Sachen kauft, kriegt man, also wenn man eins kauft, kriegt man das zweite gratis. Und dann habe ich mir 4 Sachen gekauft, sprich ich habe 2 davon gratis bekommen. Ich habe mir jetzt 3 Sporthosen, 1 Sport-BH gekauft für $26. Wie viel sind das? 20 €? Das ist so geil und die Sachen sind richtig gut. Also habe ich schon ordentlich einen Schnabber gemacht. $7. Ja, geil. Das sieht ultra groß aus. Das sieht nicht aus wie L. Das sieht aus wie Y. Und wisst ihr, das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Meine Tasche ist auf dem Hinflug kaputt gegangen. Und ich kann die eigentlich nicht wirklich noch für einen Rückflug benutzen, weil da habe ich halt meinen Laptop und so drin. Sprich, ich muss das irgendwie tragen können. Und da ist halt der Henkel abgerissen. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich mir eine neue Tasche kaufe. Aber ich habe keinen Bock, mir eine neue Tasche zu kaufen. Das ist so ein kleiner Struggle, den ich gerade habe. Aber Sportklamotten kann ich kaufen. Das gibt es nicht reduzierte Taschen. Eine Pilotbrille. Ich finde es so scheiße immer zu beurteilen, weil diese Dinger nerven so krass immer. Aber ja, sieht super aus. So eine Fake-Brille. Mit Fensterglas. Hallo, wo sind Strumpfhosen? Laura sucht schon seit Tagen Strumpfhosen. Aber wird auch irgendwie nicht fündig. Ich habe kurze Hosen dabei. Aber ja, und die kann sie nicht anziehen, weil es keine kurzen Hosen gibt. Das ist lustig. Gibt es keine Taschen im Sale? Gibt es überhaupt Sale? Immer dabei. Oh, oh, Laura macht alles kaputt. Laura macht alles kaputt. Wie immer. Thank you. Ja, hier kann ich mir ja kaufen. Jetzt bin ich wirklich eine Katze. Travel Bag. Laura lag gerade neben mir im Bett und sagte, ich bin eine Katze. Nein, jetzt hab ich miau. Miaut. Das stimmt. Sondern sie sagt, ich bin eine Katze. Und ich sage, so, hier ist sogar ein Bath & Body Works. Ich muss mich aber zurückhalten. Ich darf nichts mehr kaufen. Außer eine Tasche, wenn überhaupt. Oh, hier gibt es keine Taschen, also kaufe ich hier nichts. Aber ich finde diese Kerzenhalter, die sind zwar super unnötig, aber die sind voll schön. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Aber wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Hotel. Wir haben richtig viel erlebt heute. Ja, ich habe Sportsachen geschockt. Ja. Und ich nicht. Nein. Aber dafür habe ich leckere Cola. Ja, bin mal gespannt, ob die lecker ist. Ich bin auch mal gespannt. Musst du gleich eins live testen? Machen wir eins live test. Eins live. Ja. Brauchst du nicht Kies machen. So, ich habe jetzt diese Cola probiert und sie schmeckt ganz gut. Twisted Mango. Sie schmeckt schon ein bisschen fruchtiger. Also nicht so, wie als wäre es nur mit Orange. Ja, das stimmt. Schmeckt ganz gut. Ja. Und dann haben wir noch so ein bisschen tropisch. Das da. Ein bisschen tropical. Ja. Und das essen wir auch gleich da. Oh, 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 oh. Sieh so, mach Hand auf. Klasse, okay. Ja. Ich probiere als erstes Schokolade. Ja, hier liegen noch ganz viel an deinem Pommes. Schmeckt nach Schokolade. Was? Pommes? Pommes. Pommes? Poppes. Poppes? Was ist mit meinem Poppes? Da lagen noch ganz viele. Salami. Wow, Vanille schmeckt nach Vanille. Ja, komisch. Hm, aber lecker. Und Erdbeer? Sag nicht, es schmeckt nach Erdbeer. Ich hatte Erdbeer noch nicht. So geil. Ich nehme jetzt alle drauf auf einmal. Dann mache ich einen Neapolitaner. Ah! Ein Warum Neapolitaner? Sind das nicht diese Waffeln? Ja, es gibt auch so ein Eis, scheinbar. Ich kenne dieses Eis, aber heißt das so? Schlecker. Mhm. Schlecker. Gibt's nicht mehr. Gibt's irgendwo noch Schlecker?
glaube, bei Schlecker habe ich mein erstes Make-up damals gekauft. Ja. Schon eine Weile her. Ja. Wisst ihr, was richtig komisch ist? Ich schluck mal kurz runter. Wisst ihr, was richtig komisch ist? Wir haben ja hier WLAN im Hotel. Und das ist okay. Aber an meinem Handy war es die ganze Zeit richtig, richtig, richtig schlecht. Es ist immer weggegangen und dann hat es nie irgendwas gelernt. Ich konnte fast gar nichts machen. Teilweise nicht mal WhatsApp. Und dann meinte Laura irgendwann mal, mach mal deine Hülle ab. Und ich so, hä? Als ob. Und jetzt habe ich meine Hülle ab vom Handy. Und jetzt funktioniert's. Das ist so komisch. Weil WLAN ist doch eigentlich nicht so wie so Bluetooth oder Infrarot oder so, oder? Bin ich dumm? Mich wundert das auf jeden Fall mega. Jetzt muss ich die ganze Zeit ohne Hülle. Und ich kann nicht ohne Popsocket mein Handy bedienen. Mir fliegt das die ganze Zeit in die Fresse. Der Struggle ist real. Oh. Ja. Ach so. Wir probieren jetzt die Fische. Also ich. Schmecken nicht so gut. Ja, ist okay. Nicht nach Cheddar. Nee, aber ganz lecker. So chipsig. Was hast du gesucht hier? Na, ich hab geguckt, was man machen kann. Oh, Leute. Weil der Zahn hat M&M gekackt. Ich fühl gerade und denk so, was ist das? Und guck so. Sieht aus, als hätte ich ins Bett geschissen. Scheiße. Hello, Girls and Boys. Ich werde jetzt diesen Vlog beenden. Wir sehen uns morgen wieder zu einem Roadtrip. Da fahren wir nämlich in die nächste Stadt. Ihr könnt ja mal raten, wenn ihr diesen Vlog seht, falls ihr es noch nicht wisst, wohin es geht. Und dann sehen wir uns morgen. Sag tschüss.